Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Okay, also, Zocki? Was? Was ist das? Ah, das ist Lady Snowblood, hat mir mein Lieder gesagt. Beste Schnee, den es gibt. Und nachdem Hartwig Stolzlechner ja ein Quickie-Review hatte, musste ich das... Oh. Das ist jetzt ein bisschen blödes Missverständnis, vor allem... Was machen wir dann damit? Oh, das? Ja, das könntest du mir geben. Gut, okay. Das war eine blöde und vor allem teure Verwechslung. Ich weiß ehrlich gesagt noch immer nicht, wie ich das dann nachher bei der Steuererklärung angeben soll. Aber ganz im Ernst, es hätte bei mir ja auch irgendwie klingen können. Bei der Art Schnee hätten wir im Endeffekt höchstens eine Lady Noseblood vor uns. Aber lassen wir das. Ich habe tatsächlich jetzt dazwischen noch ganz kurz die Zeit gefunden, mir den Film anzuschauen. Und es wird die wenigsten von euch wirklich überraschen, aber... Ich fand ihn geil. Als großer Fan natürlich der klassischen japanischen Chambara-Schwertkampffilme ist natürlich Lady Snowblood ein absolutes Pflichtprogramm für mich, das sich natürlich wie so viele andere große Pflichtprogramme in den letzten Jahrzehnten meiner Filmleidenschaft einfach sträflich vernachlässigt habe. Aber glücklicherweise habe ich Kanalmitglieder wie Hartwig Stolzlechner, die mich quasi dafür bezahlen, Bildungslücken aufzuarbeiten. Danke! Und nachdem er sich im Dezember bereits von mir als im November als Wunsch-Quickie die Lone Wolf and Cub-Reihe gewünscht hat, war dann im Dezember... Ah ja, Lady Snowblood dran. Erst einmal ein fettes Sorry dafür, dass ich dieses Wunsch-Quickie jetzt erst im Jänner nachreichen kann. Ich war im Dezember leider mit den Top- und Flop-10-Listen des vergangenen Jahres bis über alle Ohren eingedeckt. Aber endlich bin ich dazu gekommen, mir beide Lady Snowblood-Filme dafür anzuschauen und möchte darüber jetzt in diesem Review ein bisschen berichten. Grundsätzlich, bevor wir über die Filme an sich sprechen können, sollten wir uns vielleicht erst einmal vor Augen halten, dass diese Filme einerseits natürlich auf einem klassischen japanischen Manga basieren und dann aber ihrerseits eine der Hauptinspirationen für das Quentin Tarantino-Vehikel Kill Bill waren. Man merkt das ganz besonders natürlich an dem Charakter, den Lucy Liu im ersten Teil verkörpert, während dann beispielsweise der Bruce Lee-Anzug an Uma Thurman verwendet wurde, beziehungsweise ein großer Teil der Tick-House-Kampfszene ziemlich 1:1 aus einem Sonny Chiba-Film übernommen wurde. Aber wir wissen ja alle, dass Quentin Tarantino sich sehr gerne Ideen an seinen Filmen borgt, beziehungsweise eben einfach einige Hommagen in einen Topf wirft und dann im Ende trotzdem was absolut Großartiges rauskommt. Was ich persönlich halt bei Quentin Tarantino ganz besonders interessant und bemerkenswert finde, ist, dass er die Idee nicht einfach nur stiehlt, sondern auch eben wirklich sich darum bemüht, seine Inspirationen, Originale auch entsprechend zu würdigen. Und ganz besonders hat man das eben gemerkt bei Maiko Kaji, die nicht nur eine Schauspielerin ist, die eben die Hauptrolle in Lady Snowblood spielt, sondern die früher auch eine Sängerin war, die dann allerdings 30 Jahre lang keine neuen Platten mehr aufgenommen hat und erst als das Interesse an ihrer Musik durch die Verwendung eines Liedes von Quentin Tarantino in Kill Bill wieder aufgefrischt wurde, hat sie dann tatsächlich neue Musik aufgenommen. Das heißt, dass sogar die Fans von Maiko Kaji und ihren Originalaufnahmen irgendwie durch Quentin Tarantinos Film profitiert haben. Auch in Lady Snowblood singt Maiko Kaji übrigens eine der Soundtrack-Nummern und spielt zudem absolut großartig. Interessant finde ich die Tatsache, dass wir jetzt eigentlich hier keinen reinen Edo-Ära-Film, sondern eigentlich mehr einen Meiji-Perioden-Film haben, was sich dadurch dann natürlich ein bisschen von den Lone Wolf and Cub-Filmen abhebt. Aber ich finde grundsätzlich, dass die Lone Wolf and Cub und die Lady Snowblood-Filme komplett anders sind, aus so, so vielen Gründen. Grundsätzlich muss man dazu sagen, dass ja Lone Wolf and Cub grundsätzlich schon etwas besser ist, was sich auch natürlich in allen Aspekten der Produktion irgendwie zeigt. Denn Lady Snowblood war
war ein absoluter Low-Budget-Film für die damalige Zeit, musste auch auf nur 20.000 Metern Film realisiert werden, was für die damalige Zeit vor allem eben sollte man mehrere Takes benötigen, wie zum Beispiel, keine Ahnung, wenn eine Blutfontäne nicht funktioniert und Mike Okaji fast ertrinkt in dem Fake-Blut, neu drehen möchten, hat man da ein bisschen Probleme. Lone Wolf and Cub wurde überwiegend unter der freien Sonne und in der Natur gedreht, was gerade beim sechsten Teil dann natürlich bei einem Schneeberg für relative Probleme gesorgt hat, während Lady Snowblood relativ auffällig nur auf Bühnen, Stages und Sets im Studio gedreht wurde. Aber trotzdem macht das, finde ich, etwas an Charme aus bei diesem Film. Ja, man merkt ihm seine Low-Budget-Natur an. Ja, man merkt auch, dass einige andere Aspekte des Films, wie eben beispielsweise die Cinematografie, die Einstellungen, wirken halt weit weniger künstlerisch anspruchsvoll, als sie es noch bei Lone Wolf and Cub getan haben, wobei die Kameraführung, wie es halt für die japanischen Filme der damaligen Zeit üblich war, trotzdem ziemlich genial ist. Außerdem haben wir noch eine coole Musikbegleitung, eine coole Kampfchoreografie, wobei auch hier die Moves und die Schwertkampfskills jetzt nicht unbedingt auf demselben Niveau sind wie bei Lone Wolf and Cub. Aber schauen wir mal ganz kurz auf die Story von Lady Snowblood. Grundsätzlich beginnt der Film, so wie jeder freundliche Familienfilm auch, in einem Gefängnis, wo eine Frau ein Kind zur Welt bringt, das sie nur deswegen sich quasi von Wärtern in dem Gefängnis eine drucken hat lassen, damit sie sich an ihren ehemaligen Vergewaltigern und den Mördern ihres Mannes rächen kann. Ja, das ist wirklich ein freundlicher Sonntagnachmittagsfilm. Aber ganz im Ernst, das ist eine wahnsinnig packende und spannende Story. Irgendwie ein Kind in die Welt setzen, nur um nach dem eigenen Tod die eigene Rache ausüben zu können. Das ist, finde ich, irgendwie die schlimmste Form der Rache, die nicht irgendwelche Zähne in oder Schlangen aus bestimmten Körperöffnungen involviert. Wir haben aber eben grundsätzlich bei Mike Okaji, die übrigens teilweise in den Credits vom zweiten Teil tatsächlich gecredited wird als Lady Vengeance, Mike Okaji and her Umbrella, dass quasi in diesem Film das Wort Umbrella ähnlich wichtig sein wird als bei Resident Evil. Damit hätte ich nicht gedacht. Aber glücklicherweise ist Paul W.S. Anderson von diesem Film so weit weggeblieben, dass ich vielleicht nicht einmal glaube, dass er ihn jemals gesehen hat, weil dann hätte er ja vielleicht irgendwann einmal was lernen können. Egal, Lady Snowblood ist ein Film, der mich persönlich während seiner gesamten Laufzeit zu keiner einzigen Minute gelangweilt hat. Die Rachegeschichte ist wirklich interessant aufgebaut und kommt eben quasi über die Generationen hinweg wirklich von Herzen. Und genauso wie sich ihre Mutter gewünscht hat, ist eben die Lady Snowblood mit Herz und Seele bei der Sache, ihre Gegner von Herzen und Seelen zu befreien. Sie hat ja eigentlich nur drei Leute zu killen, da gibt es dann ähnlich wie bei Assassin's Creed oder Hitman natürlich ein bisschen Vorbereitungsarbeit, um sich an die anzunähern. In der Zwischenzeit wird ein Reporter dann auf sie aufmerksam, der sie dann auch mit ihrer Arbeit konfrontiert, was dann aber gegen Ende, finde ich, sich dann noch einmal absolut großartig auflöst und in die eigentliche Haupthandlung integrieren lässt, sodass diese Charaktere zu keiner Zeit irgendwie nutzlos sind und man das Gefühl hat, dass hier einfach nur die Filmlaufzeit künstlich verlängert wurde. Das ist natürlich auch ein Vorteil, wenn ein Film mit geringem Budget und vor allem mit geringem verfügbarem Filmmaterial realisiert werden muss, dass es kaum Möglichkeiten gibt, irgendwelchen unnötigen Filler zu inszenieren. Dadurch bleibt Lady Snowblood spannend, dadurch bleiben auch die einzelnen Kapitel, die teilweise lustigerweise eben beispielsweise von dem Reporter direkt vor der Kamera auf einen Zettel geschrieben werden und damit ein bisschen die vierte Wand gegenüber dem Zuschauer durchbrechen. Das finde ich ein absolut cleverer und cooler Einfall, ist, dass diese Filme sich auch selber ein bisschen über die Schulter schauen können, trotz ihres ernsten Themas und der relativ ernsten, brutalen Inszenierung, dass der Film von der FSK mit einer Freigabe ab 16 Jahren freigegeben wurde. Das zeigt einfach nur die Tatsache, dass genauso wie auch Lone Wolf and Cub Lady Snowblood erst
überraschend spät überhaupt im deutschsprachigen Raum veröffentlicht wurde. Und auch das ist vielleicht eben etwas, das man einer Verfilmung von Quentin Tarantino zugutehalten kann. Denn wahrscheinlich wäre der Film, hätte Tarantino ihn nicht als Inspiration für seinen Kill Bill genommen, bis heute nicht im deutschsprachigen Raum erschienen. Zwar nur im japanischen Original mit deutschen Untertiteln, aber wie sagt man so schön, besser das als nix. Der Film hat mich, wie bereits eben erwähnt, wahnsinnig gut unterhalten, hat eine spannende, interessante Geschichte, hat einige coole Kampfszenen, natürlich auch den ein oder anderen etwas overgeacteten oder zu sehr, also ein bisschen aus der Atmosphäre reißenden, cartoonhaften Moment, was aber natürlich auch ein bisschen auf die Manga-Vorlage zurückgeführt werden kann. Und ein Jahr später gab es dann eben unter dem Titel Lady Snowblood 2 oder Love Song of Vengeance eine Fortsetzung, die eben tatsächlich an die Handlung des ersten Teils anknüpft. Maiko Kaji wird von der Polizei verfolgt, wird gestellt, wird dann nach einem relativ langen Kampf natürlich zum Tode verurteilt und kann sich allerdings von dieser Todesstrafe wieder befreien, wenn sie im Auftrag einer geheimen Polizei irgendwelche Missionen erfüllt. Das ist jetzt irgendwie ein leichter Stilbruch quasi, storytechnisch, aber trotzdem, so wie es eben inszeniert wird, vor allem mit ihrem hervorragenden Schauspiel in der Hauptrolle und vor allem auch der männlichen Hauptrolle in dem Film, die mir fast noch ein bisschen besser gefallen hat als die des Journalisten im ersten Teil. Da hat man nämlich eben auch wirklich ein bisschen emotionales Begleitvieh mit dabei, das aber eben nicht wie Ballast, nicht wie aufgesetzt, nicht wie Kitsch wirkt, sondern sich wieder einmal recht schön in die Handlung integriert und einarbeiten lässt. Auch der zweite Teil war relativ gelungen, hat einige großartige Szenen. Zwischendurch finde ich dann halt allerdings den ein oder anderen Durchhänger, weswegen er nicht ganz so permanent spannend war wie der erste Teil, aber trotzdem, das ist meiner Meinung nach absolutes Jammern auf höchstem Niveau. Man darf ja nicht vergessen, dass vor und hinter der Kamera hier einige wirklich große Talente zu sehen waren. Regisseur Toshiya Fujita hat eben zum Beispiel auch am Stray Cat Rock Franchise mitgewirkt, hat über 30 Regiearbeiten in seiner Karriere abgeliefert. Maiko Kaji eben zum Beispiel auch bei Stray Cat Rock bzw. beim Sasori Franchise, dass wir auch als Arrow-Video-Veröffentlichung unter dem Titel Female Prisoner Scorpion kennen und so weiter und so fort. Man hat die meisten Leute immer wieder gesehen. Ganz besonders möchte ich an dieser Stelle den Schauspieler Toshio Kurosawa erwähnen, der nämlich neben seinem Auftritt in Lady Snowblood 2 eben als männliche Hauptrolle auch einerseits in der Serie Die Rebellen von Liang Shang-Po mitgewirkt hat, was aber dazu geführt hat, dass er auch in dem Kinofilm, der zu den Rebellen von Liang Shang-Po gehört, nämlich Die Sieben Schläge des Gelben Drachen, unter der Regie von Shaw Brothers Altmeister Chang-Chi zu sehen war. Ein Film, der hierzulande dankenswerterweise auch im Rahmen der Shaw Brothers Special Edition auf Blu-ray erschienen ist. Neben ihm sind unter anderem David Chiang und Ti Lung in dem Film zu sehen. Ja, wir kommen mit einigen bekannten Gesichtern aus meiner Meinung nach eine absolut fantastische Filmreihe. Nicht umsonst ein absoluter Fan-Favorite bei eben ganz besonders auch den großen Fans des klassischen japanischen Kinos wie unter anderem Quentin Tarantino oder ich, weswegen ich jetzt abschließend auch noch einmal sagen möchte, danke Hartwig, dass ich diese Filme jetzt endlich sehen musste und ein Review dazu machen durfte. Tatsächlich, Lady Snowblood hat mir wahnsinnig gut gefallen, auch wenn ich die Lone Wolf and Cub-Reihe im Endeffekt ein bisschen besser fand, war es aber trotzdem cool, eben einen dieser großen Meilensteine und Eckpflaster des klassischen japanischen Kultkinos in meinem Kino genießen zu dürfen, vor allem, wenn ich ja schon weiß, dass ich im Jänner, also bald quasi, als nächstes Wunsch-Quickie von Hartwig Stolzlechner einen weiteren großen japanischen Film Altmeister, nämlich Sonny Chiba, begleiten darf, dabei, wie er sich durch die Sister Street Fighter-Reihe manövriert. Und damit danke für dieses Wunsch-Quickie. Falls ihr ebenfalls Interesse daran habt, mir ein Wunsch-Quickie aufzuerlegen, dann schaut einmal in die Kanalmitgliedschaften beziehungsweise auf meine Patreon-Seite. Dort steht's, wie es geht. An der Stelle vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns definitiv in Bälde wieder hier mit dem nächsten Wunsch-Quickie. Ciao!